Petersen. Darf ich Sie ganz kurz stören? Was es auch ist, können wir das nicht morgen in der Manufaktur klären? Ich werde morgen nicht im Büro sein. Na gut, dann nehmen Sie sich den Tag frei und wir besprechen dann alles übermorgen. Ich werde auch übermorgen nicht in der Manufaktur sein, deshalb bin ich hier. Hm, eine Dienstreise? Für den Kapstadt-Auftrag? Nein, ich werde morgen mit meiner Frau in den Urlaub fliegen. Morgen? Sie beide? Ja, wie stellen Sie sich das vor? Ich brauche Sie hier. Sie wissen doch selbst, was mit dem Großauftrag auf uns zukommt. Das ist mir klar. Und ich habe Ihnen alle Unterlagen zur Übergabe hinterlegt. So haben Sie das? Ja. Es tut mir wirklich leid, aber meine Frau und ich, wir mussten wirklich lange auf diesen Urlaub warten. Ach, schön. Wie viele Tage brauchen Sie? Ich dachte eher an 3 Monate. 3 Monate? Ja. Das ist nicht Ihre, sondern meine Manufaktur. Ich entscheide, wer wann Urlaub bekommt. Und Ihre ist hiermit abgelehnt. Tja, ich schätze, dann müssen Sie sich wohl einen neuen Geschäftsführer suchen. Vielleicht ist das eh das Beste. Verschwinden Sie. Hey, Nina. Hallo, Ben. Wohnst du jetzt wieder hier, oder? Nein, ich habe noch ein paar Sachen für Paula geholt. Grüßt du sie lieb von mir? Ja, mach ich. Ihr wollt verreisen? Ja. Flitterwochen. Mhm. Ja, entschuldige, aber das Gespräch mit Annabelle war nicht zu überhören. Ja, das tut mir leid. 3 Monate? Ganz schön lang. Ja, naja. Ich brauche jetzt, also ich meine, wir brauchen die Auszeit. Elsa und ich. Ja, das kann ich verstehen. Du wirst mir fehlen. Du wirst uns auch fehlen. Ich wünsche euch eine tolle Reise. Danke. Elsa? Ja, ich komme. Es ist besser so. Und ich kann Ben verstehen. Ich wünsche den beiden von Herzen eine gute Reise. Der Abstand wird uns allen gut tun. Und wer weiß, vielleicht können wir danach als Freunde weitermachen.